Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe mir wieder Verstärkung geholt. Und zwar die liebe Denise Himmel ist heute bei mir. Und wird uns heute ein Stück in ihren Alltag als Vegetarierin mitnehmen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und uns auch vielleicht ein bisschen einen Einblick geben zum Thema, ja, nicht nur Ernährung, sondern auch, wie sich es vielleicht aufs Lipidem ausgewirkt hat. Und da würde ich einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal selber in ein paar kurzen Sätzen vor, damit die Leute wissen, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin die Denise Himmel, bin 27, komme aus dem schönen Schwabenland, gleich bei Ulm. Habe vor ein paar Jahren die Diagnose bekommen, Lipödem. Ich sage immer die erleichternde Diagnose, Lipödem, und ja, kämpfe mich durch und ernähre mich vegetarisch, was nicht immer einfach ist und auch bei den Ärzten nicht immer so, ja, so einfach zu handeln ist, würde ich sagen. Okay. Es gibt ja verschiedene Formen von Vegetariern. Einmal gibt es ja diesen Ovo-Lacto-Vegetarier, der kein Fleisch isst und kein Fisch, aber Milchprodukte und Eier. Das ist, glaube ich, so, wenn ich mich jetzt richtig erkundigt hatte, so der Großteil der Vegetarier. Dann gibt es ja den Ovo-Vegetarier, der kein Fleisch, kein Fisch und keine Milchprodukte, aber dafür Eier isst. Das sind meistens diejenigen auch, die zum Beispiel eine Laktoseintoleranz oder eben eine Unverträglichkeit haben. Dann gibt es noch die Lacto-Vegetarier, die kein Fleisch und kein Fisch und keine Eier, aber dafür Joghurt, Sahne und andere Milchprodukte essen. Und ich habe vor kurzem auch gelesen, dass sogar Veganer eigentlich auch zu einer Untergruppe der Vegetarier gehören. Und bei denen ist ja, sage ich jetzt mal ganz krass, die essen ja wirklich, also gar nichts, was irgendwie in Verbindung mit Tieren kommt. Also auch kein Honig, die verzichten ja auf sämtliche Lederprodukte, Wollpullis und so weiter und so fort. Das ist aber momentan, kommt es, glaube ich, immer mehr, aber es ist immer noch relativ in der Minderheit. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich bin immer froh, wenn ich keiner Gruppe zugehöre. Ich esse kein Fleisch aus Überzeugung, weil ich es einfach nicht übers Herz bringen könnte, selber zu schlachten. Ich esse ab und zu Fisch, kommt bei mir manchmal rein. Also ich esse wirklich nach Lust, sage ich immer. Und da fällt Fleisch einfach weg, weil ich keine Lust habe. Aber Milch fällt eigentlich auch viel raus, weil ich es vom Magen her nicht vertrage. Aber ich schwinge mich so durch. Also Fleisch auf gar keinen Fall. Und der Rest. Ja. Jetzt hast du so ein bisschen auch angesprochen, warum. Also es gibt ja, wie gesagt, mehrere Gründe. Zum einen ethisch-moralische Gründe, zum anderen gesundheitlichen Gründe und ökologische Gründe, warum man nicht zu Fleisch oder zu Fisch greift. Und bei dir ist das, wenn ich es jetzt so richtig rausgehört habe, einfach, dass es dich A, zum einen ja auch nicht wirklich anmacht, sage ich jetzt mal. Und zum einen eben diese Massentierhaltung etc. pp., was dir einfach so ein bisschen auch gegen den Strich geht. Und darf ich fragen, wie lange du das schon machst? Also ist das schon seit Kindheit so oder hast du dich irgendwann dazu entschieden? Ich glaube, so mit Anfang 20 kam eigentlich meine Mama und hat gesagt, boah, ich habe nachts mal eine Doku gesehen, wie das auf dem Schlachthof aussieht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann schalt mal rein. Und ich habe die ganze Nacht nicht mehr schlafen können. Und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich dachte, ich kann es nicht. Also ich kann keine Babytiere essen oder keine, ja, also das kann ich mit mir einfach nicht mehr vereinbaren. Und dann ging das eigentlich so über Nacht. Genau. Okay. Also ich finde es immer ein mega krasser Einschnitt. Also ich habe das auch schon diverse Male probiert und ich bin jetzt auch nicht mehr so der Riesenfleischesser. Ich habe mal eine Zeit lang, lange Zeit Low Carb gemacht. Da isst man relativ viel, meistens Quark oder Fleisch und viel Hühnchen, viel Pute etc. Irgendwann hing mir das dann auch zum Hals raus und dann habe ich auch so für mich entschieden, nee, also Fleisch ist jetzt nicht irgendwie das, was ich so jeden Tag und vor allem nicht mehrfach jeden Tag brauche. Und wenn man so der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Glauben schenkt, also viele gehen ja nach dieser DGE vor, was ernährungstechnisch gesund ist, weil es einfach auch einen Hintergrund irgendwo hat, dann ist es ja sowieso relativ ungesund, täglich Fleisch und Wurst zu essen. Ja. Was hat das bei dir so für Auswirkungen gehabt? Also zum einen,
wie ist die Familie oder wie sind deine Mitmenschen damit umgegangen? Gab es da irgendwie so jemand, wo gesagt hat, boah, bist du jetzt verrückt, spinnst doch? Oder haben die alle gesagt, okay, ja, cool, passt? Also ich würde sagen, am Anfang war es schon spannend. Ich finde immer, gerade bei den Männern ist so dieses, ja, man macht dann Braten und Spätzle und Soße und dann sage ich immer, ja, ich kann aber auch nur die Beilagen essen. Also man muss bei den Leuten das Bewusstsein schaffen, dass eine Mahlzeit nicht bedeutet, die Hauptmahlzeit ist das Fleisch und man isst was dazu, sondern ich sage immer, dreh es um, weil du willst ja Nudeln dazu haben oder Gemüse dazu oder eine Soße und ich lasse einfach das Fleisch weg. Also dieses Bewusstsein muss man seinem Umfeld schon schaffen, dass es auch ohne Fleisch, dass man da überleben kann. Ja, ja. Das heißt, dir macht jetzt auch nichts aus, wenn du dann mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das ist für dich, ich frage nur deswegen, weil es gibt halt die eine Seite, die sagt, oh, die Kohlenhydrate sind ganz böse und sind ganz schlimm und bloß nicht. Auf der anderen Seite kommen dann die Vegetarier, die sagen, ah, oh, nee, lieber bloß kein Fleisch. Und es sind ja auch so ein bisschen die tierischen Produkte unter Verdacht, dass die auch beim Lipidem die Entzündungen und diese Schmerzen einfach beeinflussen. Ja. Hast du da irgendwelche, ich meine, du machst es ja schon relativ lang jetzt auch, irgendwelche Resultate draus ziehen können, also wo du sagst, ja, das war eindeutig oder ist eindeutig besser jetzt geworden seit der Umstellung? Also ich merke es schon, vor allem generell den Bereich Tierprodukte. Also wenn ich diesen Bereich rauslasse, merke ich, dass es mir besser geht, dass ich fitter bin, motivierter bin und auch im Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die Probleme haben mit Lymphabfluss oder mit Lipödem, die haben dann gesagt, sie lassen Geflügel weg, sie lassen Rind weg. Und denen ging es gut, auch vor allem was Zuckerspiegel betraf und so weiter. Also so dieses allgemeine Wohlbefinden fand ich schon, dass es in meinem Umfeld gut kam. Es war schwierig umzustellen, aber ja, ich sag auch, die müssen ja nicht gar kein Fleisch essen, aber so diese Reduktion einfach auf einmal die Woche, wie es früher gab es ja auch einmal am Wochenende wirklich Fleisch und dann hat es gereicht. Und das kam eigentlich gut. Ja, stimmt. So in den, also zu Omas Zeiten, sage ich jetzt einfach mal, da gab es am Sonntag den Braten und vielleicht am Freitag noch Fisch. Ja, so war ja früher so der Brauch. Und sonst eigentlich unter der Woche nicht so viel, je nachdem, wie wohlhabend man auch war als Familie. Das stimmt schon. Also das, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Das heißt, du bist jetzt nicht komplett weg von tierischen Produkten. Dementsprechend hast jetzt du auch eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, viele sagen dann so, ah ja, wenn ich jetzt zum Beispiel vegan mich ernähre, dann ist ja oftmals zum Beispiel Eisen und Vitamin B12, was darunter leidet. Ja. Dann nimmst du aber nichts jetzt so irgendwie noch außerhalb zu dir und es ist auch soweit alles gut, gesundheitlich gesehen, sodass es alles gut abgedeckt ist in dem Fall. Also ich habe ab und zu schon Phasen, wo ich merke, okay, ich habe einen Mangel, da habe ich nämlich so ganz günstige Drops gekauft, wo ich weiß, okay, die nehme ich so 2-3 Tage und merkt dann sofort, okay, mein Depot ist aufgefüllt und gut. Also ich denke, das geht auch Menschen so, die Fleisch essen oder auch nicht. Ich glaube, das ist unabhängig davon. Sonst geht es mir gut. Das ist immer gut. Hattest du jetzt außer am Lipidem, also was hat sich da verändert, beziehungsweise konntest du auch am Gewicht jetzt was verändern durch die Umstellung? Also ich suche da noch so nach dem perfekten Weg, weil ich hatte das Gefühl, ab dann, wenn ich so das Lipödem im Griff habe, kommt mein Magen wieder und weil ich einen Reizdarm habe und sagt, okay, jetzt gefällt es mir nicht und da bin ich noch so in der Balance, dass es einfach für beides gut ist. Aber da mag ich schon auch, also schon allein an dem, wie sehr es mich einfach berührt. Ob ich sagen kann, okay, ich hab's, ich ziehe die Strumpfhose an und ich laufe damit rum oder es zwickt und drückt. Also das ist schon sowas, wo mir dann aufs Gemüt schlägt, wo ich finde, mit gutem Essen und wenn ich da schon motiviert bin. Jetzt war irgendwie der letzte Satz abgehackt mit der Verbindung. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz wiederholen. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich durch das gute Essen einfach einfacher in die Kompression reinkomme und sagen kann, ich habe Lipödem und es tut mir einfach nicht so sehr weh, wenn ich da einfach ausgeglichen bin von dem, was ich esse und damit zufrieden bin. Okay, ja. Also es ist
bei mir so ein bisschen so ähnlich. Ich finde auch, dass die Psyche da extrem einen großen Faktor mit reinspielt. Ich kriege es halt auch immer wieder mit durch meine Klienten, die sich dann teilweise in irgendwelche Ernährungsformen reinpressen und sagen, boah, ich muss jetzt das so machen, weil damit nehme ich am besten ab. Und dann aber feststellen, hey, mir geht es damit überhaupt nicht gut und sich dann selber so sehr unter Stress und unter Druck setzen, dass halt überhaupt gar nichts am Gewicht passiert. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen ein Fan vom individuellen Anschauen, also wirklich gucken, was verträgt man, wie du jetzt auch, was vertrage ich nicht, worauf reagiert mein Magen, wo kriege ich vielleicht tatsächlich mehr Schmerzen, was macht mein Gewicht mit diversen Lebensmitteln. Das ist schon so ein bisschen, glaube ich, auch so ein kleines, rumprobieren, bis man da so seins gefunden hat, definitiv. Ja. Und gerade wenn man dann so an dem Reizdarm noch leidet, ist es ja sowieso umso wichtiger, nochmal auf die Ernährung zu achten, weil ich glaube, damit kann man ja schon sehr, sehr viel auch mit positiv beeinflussen. Also ich habe da schon viel drüber gelesen. Ich habe, Gott sei Dank, habe ich nicht, aber ich kenne viele, die damit zu kämpfen haben. Und ich war auch vor kurzem auf einem Vortrag, da wurde auch das Thema Darm angesprochen. Das ist auch so ein bisschen, was, wo ich mich auch sehr stark auch mit beschäftige, weil ich finde, im Darm ist halt wirklich viel, viel, viel. Und wenn da irgendwas nicht richtig abläuft, dann funktioniert die eine oder andere Sache nicht so richtig. Ja, finde ich, spannend. Ja. Wie machst du es jetzt so allgemein? Also du hast ja vorher gesagt, okay, du isst dann im Prinzip nur die Beilagen, wenn ihr jetzt irgendwie und in der Familie was essen tut. Wie machst du es jetzt, wenn ihr irgendwo zum Essen eingeladen seid und vielleicht mal nicht die Auswahl da ist? Also sprichst du das dann vorab an? Willst du das vorab geklärt haben? Weil ich habe, wie gesagt, das auch schon ein paar Mal probiert und irgendwie passiert dann immer irgendwas, wo ich mir denke, super. Jetzt gibt es da wieder dies und das und jenes zum Essen, da kann ich mir gar nichts aussuchen und da müsste ich ein trockenes Brot essen, das will ich auch nicht. Und dann denke ich immer, dann esse ich halt heute noch ausnahmsweise ein bisschen Fleisch mit. Wie machst du das dann? Also sagst du dann auch, dann mache ich halt mal einen Tag eine Ausnahme oder sprichst du es vorher an und sagst, du pass auf, du weißt, ich bin Vegetarier, kannst du mir vielleicht dies und das und jenes herrichten? Ich bin dann eigentlich schon der Fan von direkt auf die Person zuzugehen und zu sagen, wie sieht's aus? Ich bringe auch einfach was mit. Also wir haben jetzt auch die Silvester-Situation, wo es Leberkäse oder Fleischkäse geben wird, irgendwie in die Richtung. Und dann gibt es Semmel dazu. Ja, dann esse ich auch nicht einen leeren Semmel, sondern meistens sage ich, ich bringe mir dann was mit. Dann kommt dann von selber schon, ich will auch einen Salat oder ja, dann machen wir noch was dazu. Also ich habe das Gefühl, wenn man es offen anspricht, wird es auch ein offeneres Essen, ein lockeres Essen und jeder bringt so ein bisschen das mit, was einem so schmeckt. Also ich habe noch nie negativ gehört und in den meisten Fällen muss ich sagen, wenn ich vegetarisches Essen bestellt habe, dann kamen irgendwann die Fleischesser und haben sich darauf gestürzt und haben gesagt, das ist sehr lecker, es ist was anderes. Finden super. Also. Ja. Also wenn ich zum Essen gehe, dann gucke ich auch immer tatsächlich erstmal, was gibt es denn auf der vegetarischen Liste. Aber was mich so ein bisschen stört, ist dann doch tatsächlich, dass es so extrem kohlenhydratlastig ist. Also ich würde mir wünschen, so auch für die Gastronomiegeschichte, dass da vielleicht ein bisschen mehr Gemüse mit ins Spiel kommt, weil natürlich Gemüse auf der einen Seite den Teller viel, viel mehr ausfüllt, aber wenig Kalorien hat. Und es einfach auch vom Gesundheitsfaktor natürlich nochmal einen ganz anderen Wert hat, wie jetzt irgendwie verklebte Spätzle, ne? Also das ist halt schon so. Da muss ich sagen, gibt es wenige, also ich kenne wenige Restaurants, die wirklich gute vegetarische Gerichte haben, wo man wirklich sagen kann, das passt. Ich glaube, das kommt aber auch immer mehr. Ich weiß noch eine Zeit lang, wo ich diese Low-Carb-Geschichte gemacht habe, wenn du da ins Restaurant gegangen bist und gesagt hast, ja, ich hätte gern den Salat ohne Brot oder einfach irgendwie die Kohlenhydrate weggelassen und haben sie sich dumm angeschaut. Ne? Mittlerweile ist es schon gang und gäbe und es gibt da bei vielen ja auch diese Low-Carb-Variante zum Auswählen in der Menükarte, also im Fitness-Teller oder wie es auch alles heißt. Finde ich schon, ich finde es krass, was ich da so in der letzten Zeit getan habe und ich glaube auch das Vegetarische und das Vegane kommt immer mehr. Wobei, als Veganer tut man sich, glaube ich, mit Essen gehen schwer. Ja. Das glaube ich auch. Vor allem, selbst wenn man Salat liest, man weiß nicht, was steckt dahinter oder was war drin
oder dabei, tut man sich schwer. Aber ich muss sagen, bei uns im schwäbischen Raum gibt es unglaublich viel, wo man ausweichen kann. Und ich habe eigentlich noch nie ein Problem gehabt, wo ich gesagt habe, ich nehme das Gemüse aus der Beilage oder meistens nehme ich dann einen großen Salatteller und wenn es den nicht gibt, dann lasse ich mir einen machen. Also mein Freund sagt immer, egal wann wir essen gehen, ich will immer ein Extra, weil ich tatsächlich einfach die Karte anschaue und sage, ich möchte das und das und das und daraus bitte was zaubern. Und hat immer geklappt. Aber ja. Ja, ich glaube, man muss einfach da nur so ein bisschen auch einfach frech sein und fragen, ob das gemacht wird. Ich meine, wer nicht fragt, der kann auch keine Antwort bekommen. Und ich finde, also ich mache das auch ganz oft, dass wenn irgendwas mit dabei ist, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ob sie es weglassen oder ob sie mir stattdessen was anderes geben. Also unabhängig, als ob man vegetarisch oder sonst wie was isst, egal, ne? Also ich glaube, da sind viele schon bereit, einfach ein bisschen was zu tauschen. Also geht nicht nur dir praktisch so. Nein. Das heißt, so dein Umfeld hat das so akzeptiert und die wissen auch alle, dass es so ist. Und gibt's sonst noch jemand bei dir in der Familie, der auch vegetarisch ist oder bist du die Einzige? Meine Mama auch, wie ich schon gesagt, die hat mich dazu gebracht und so der ein oder andere in der Familie hat schon umgeschwenkt, wo es wirklich nur noch einmal die Woche Fleisch gibt und dann auch nur noch vom Metzger, von ausgewählten Metzgern, wo man eben weiß, wo es herkommt. Also da hat es schon umgeschwenkt. Schwierig ist bei mir ist ein Teil lebt in Amerika, also väterlicherseits. Und die tun sich sehr schwer. Also auch wenn ich zu Besuch bin, das ist immer so, die isst kein Fleisch, aber ich glaube, es kommt. Also mit der Zeit kommt's. Ja, eigentlich sagt man ja immer, ist so Amerika und so immer so ein Schritt uns voraus. Aber ich glaube, was die Ernährung angeht, hängt sie doch noch mal ein bisschen hinterher, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt moderne Staaten, die sind uns voraus, aber ja, ich glaube eher die touristischen Staaten, wo viele Touris sind, die sind gut dabei. Die anderen. Ja. Jetzt haben wir ja mega viele Gemeinsamkeiten. Ich komme ja auch aus dem Schwabenländle. Wir haben beide Lipidem. Vegetarisch habe ich auch schon das ein oder andere Mal probiert. Und du hast auch selbst auf Facebook eine kleine Lipidem-Selbsthilfegruppe. Die heißt, lass mich bloß nicht falsch sagen, Lipidem im Schwabenländle oder irgendwie so, ne? Irgendwie so, wo ich auch schon sehr lange mit dabei bin und wo ich auch immer wieder finde, da sind sehr viele motivierende Beiträge auch dabei. Mal ist es ein bisschen ruhiger, mal ist es ein bisschen mehr los. Wie kam es dazu? Also hast du die selbst erstellt und warum? Gab es irgendwie einen Grund dazu oder dafür? Also ich war eigentlich erst in dieser großen Lipidem-Gruppe, die weltweit agiert hat und irgendwann kam so, zu welchem Arzt, wer hilft mir, wie komme ich weiter? Und ich habe einfach festgestellt, dass es in Schwaben sehr schwierig ist, Ärzte zu finden oder irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Und da kam ich auf die Idee, warum gründen wir nicht eine Gruppe nur für Schwaben, wo wir dann einfach schauen, wie können wir uns treffen, wie kann man sich vernetzen? Und das ja, es kam einfach super positiv an. Die einzelnen Gruppen treffen sich, man tauscht sich aus. Und ja, man bildet auch so ein kleines Netzwerk. Allein Sanitätshäuser, die sich auskennen, Ärzte, die sich auskennen. Und es ist einfach unglaublich wichtig, das Wissen auch weiterzugeben. Das ist eigentlich mein Ziel gewesen, ja. Ja, finde ich mega gut. Also ich habe die Diagnose ja noch im Schwabenland, also beziehungsweise in Ulm, von einem Arzt bekommen, von einem Phlebologen. Damals, ich weiß nicht, ob es die Gruppe damals schon gab, wahrscheinlich noch nicht, das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe mich dann irgendwie gefreut, als ich da drüber gestolpert bin und dachte, naja, vielleicht kannst du da noch irgendwie was mitnehmen oder auch rausfinden, auch so gerade, wie du sagst, mit dem Sanitätshaus und den Ärzten, es ist doch sehr, sehr schwierig, auch überhaupt einen Termin bei einem Arzt zu finden oder zu kriegen, das ist zum einen. Dann zum anderen natürlich, ja, einen Facharzt überhaupt zu finden, der wirklich auch gut ist, der sich damit auskennt, ist schon mal die zweite richtig schwierige Geschichte. Und wenn man dann doch da die ein oder andere Meinung schon hat von jemandem, der schon mal bei einem Arzt war oder auch gerade Sanitätshäuser und so, dann ist es, glaube ich, schon mega hilfreich. Ich weiß nicht,
du machst die, glaube ich, komplett alleine oder hast du da noch ein paar Leute mit dabei, die mit aufpassen? Ja, ne? Ich habe noch ein paar Helferlein. Ja. Gerade auch meine Freundin, die mich zum Glück drauf gebracht hat, die Anja, dass ich das mal nachschauen lassen soll, was denn das an meinen Beinen ist. Ja, also gerade die Ulmer Mädels, sage ich jetzt mal, sind da stark dabei, wo wir auch sagen, was können wir nächstes Jahr machen? Bei uns geht es nicht darum zu sagen, wir haben die Krankheit, wir fühlen uns schlecht. Jeder erzählt sein Leid. Aber wir wollen eigentlich was finden, wo wir sagen, wir können gemeinsam schwimmen gehen. Wir können uns mal schauen, wer stellt Kompressionen her. Also wirklich eigentlich was Positives gemeinsam draus machen. Das ist eigentlich unser Ziel. Ja. Es ist mega schön. Also wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch schon das Thema erwähnt, gerade mit den vielen Gruppen, die es mittlerweile auch gibt. Und teilweise die sehr, sehr großen Gruppen ist es auch oftmals eine gewisse Unruhe auch, weil sehr viele neue dazukommen, die im Endeffekt auch von den Ärzten nicht richtig aufgeklärt werden und im Endeffekt dastehen und erstmal gar nicht wissen, wie und was sie zu tun haben. Und ich glaube, so eine kleine Gruppe, wo alle so ein bisschen in einen Strang ziehen, ist schon auch mal ein bisschen anders. Man kennt sich vielleicht auch ein bisschen persönlicher dann auch, wenn du sagst, ihr macht regelmäßig vielleicht auch so Treffen oder tauscht euch da aus. Finde ich super, super gut. Ich habe ja auch seit kurzem eine Gruppe. Ich verlinke auch beide Gruppen da drunter, dass ihr da gerne auch mal reinschauen könnt. Gerade für diejenigen, die in der Ulmer Ecke wohnen, gerne auch ab in die Gruppe bei der Denise, weil das ist wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz großer Mehrwert. Wenn man sich da unter Gleichgesinnten in der Nähe austauschen kann. Ja. Genau. Und bei mir in der Gruppe ist es auch ähnlich. Also ich versuche sie relativ aktiv zu gestalten. Manchmal ist es schwierig, weil doch viele einfach stille Mitleser sind und ich mir immer denke, oh, ist überhaupt jemand da, der meine Beiträge sieht oder liest oder wie auch immer. Aber ich kriege auch hin und wieder tatsächlich private Nachrichten oder viel Lob und Anerkennung für meine Arbeit, die ich da reinstecke. Und ich glaube, es wird schon gesehen, vielleicht nicht von jedem so, wie soll ich sagen, aktiv, dass jeder aktiv dabei ist, aber es wird, glaube ich, schon gesehen und auch geschätzt. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn man da hingeht und sagt, ich mache eine Gruppe oder jetzt so wie ich, dass ich sage, ich mache einen YouTube-Kanal, dass einfach auch nochmal mehr Informationen über zu gewissen Themen, wie jetzt heute, wie ist das Leben als Vegetarier, ne? Ich finde es super, super spannend, weil es eben doch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gibt. Mhm. Und ich finde, jede Ernährungsform oder auch egal, ob es Sport angeht, ob es die Kompressionen angeht und so weiter und so fort, hat irgendwo so eine gewisse Daseinsberechtigung, weil es eben für jeden anders passt oder gut ist. Man muss seinen Weg finden. Und das. Ich denke gerade auch in den Gruppen, man findet einfach Möglichkeiten und Wege. Was kann ich anders machen, was kann ich ausprobieren? Und das finde ich, allein das ist ein Mehrwert. Definitiv. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt gerade vielleicht auch nochmal zurück, um zurückzukommen, nochmal zu dem Vegetarischen oder allgemein zur Ernährungsform, wo du sagst, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ich meine, klar, es ist immer so ein bisschen eine individuelle Geschichte, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt wirklich ein super guter Tipp oder das hat mir mega viel geholfen, probiert das unbedingt mal aus. Gibt es da irgendwas, wo du gerne mitgeben würdest? Vielleicht gibt es ja auch eine gewisse Sportart, wo du sagst, das verträgt sich nochmal ganz gut mit dem Lipidem auch, was du so machst oder wie dein, vielleicht kannst du auch so einen Tag mal einfach erklären, wie so ein Tag bei dir aussieht. Dass wir einfach so einen kurzen Einblick haben, wie du das machst, beziehungsweise was du anderen gerne mitgeben würdest. Also ich würde auf jeden Fall den Milch und Zucker im Kaffee trinken empfehlen, es mal wegzulassen. Also wirklich mal eine Woche Kaffee trinken, pur schwarz, so wie er aus der Maschine rauskommt. Das war für mich ein ganz interessantes Erlebnis, mal rauszufinden, wie schmeckt Kaffee überhaupt. Denn Latte Macchiato hat schon nichts mehr mit Kaffee irgendwann zu tun. Ja. Und das merke ich schon morgens, wenn ich aufstehe, den Kaffee trinke, das ist schon ganz pures Erleben. Ich musste einfach überlegen, was esse ich überhaupt? Also esse ich Gummibärchen, müssen die dann, muss da Fleisch drin sein? Oder tun es auch die ohne? Und ich glaube, dieses bewusste Überlegen, was esse ich überhaupt, was ist in meinem Essen, das macht schon ganz viel aus. Und das
Ja, bringt mich auch gut durch den Tag. Vom Sport her empfehle ich immer irgendwie Richtung Wasser, Richtung Aqua. Das ist was, wo mir sehr gut tut und auch mir sehr viel Kraft gibt. Ich bewege mich gerne im Wasser. Muss nicht immer Aquagymnastik sein für die das zu viel ist oder zu anstrengend oder zu aufwendig, aber einfach ins Schwimmbad gehen und ein, zwei Bahnen schwimmen. Man fühlt sich einfach wie neu geboren. Und wenn man danach sagt, man isst Rohkost oder ja, man isst einfach nicht so was Schweres, dann ist man auch am Abend noch fit. Und das habe ich schon öfter ausprobiert und es hat eigentlich immer gut geklappt. Und auch am nächsten Tag geht es einem besser. Ja, finde ich super gut, was du jetzt auch gesagt hast mit diesem Bewusst, was isst man, was schiebt man sich eigentlich so in den Mund. Ne? Ich glaube, das ist eben vielen nicht bewusst, weil es oftmals einfach durch den Stress so automatisiert, hier wandert was in den Mund und da ein Keks und hier, wie du sagst, ein Gummibärchen. Oder vielleicht ne, bei den anderen eine Scheibe Wurst oder Käse, ja, man weiß es nicht. Ich habe mich da auch schon ganz oft erwischt, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber man guckt dann so automatisch in den Kühlschrank, was ist denn da drin? Ja, dann greift man zu irgendwas und im Endeffekt hat man eigentlich gar nicht wahrgenommen, was man gegessen hat zum einen und dass man überhaupt gegessen hat. Ne? Also man geht weg und eigentlich ist alles so wie vorher vom Kühlschrank. Ja. Ja. Ja, aber da bin ich ja beruhigt, dass es nicht nur mir so geht. Nee, man fragt sich dann manchmal schon so, ist es bei allen tatsächlich so oder bin ich eine Ausnahme? Jetzt gerade auch auf die Geschichte mit dem Lipidem hin, dann versucht man ja doch irgendwie vielleicht sich einzureden, dass man anders ist. Ne? Aber ich glaube, viele Dinge sind sehr ähnlich, egal ob man Lipidem hat oder nicht. Denke ich auch, ja. Ja, cool. Ja, voll super. Waren auf jeden Fall nochmal gute Abschlussworte, würde ich sagen. Ich werde, wie gesagt, beide Gruppen, auch meine Gruppe und der Denise ihre Gruppe, nochmal drunter verlinken, damit ihr da auch die Chance habt, den Gruppen beizutreten und euch mal umzuschauen, gerade für diejenigen im Schwabenländle, darf ich das sagen. Ja, doch, finde ich total schön. Und dann, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine offenen Worte, für deine Ehrlichkeit auch. Mach so weiter. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen und mal schauen, vielleicht kann ich mir das ein oder andere von dir so ein bisschen wieder abgucken. Also mein Plan ist auch für 2020 wieder weniger Fleisch zu essen. Vielleicht wieder ganz drauf zu verzichten, weil es mir tatsächlich in der Zeit auch super gut ging. Und ich eigentlich schon gern Obst und Gemüse esse. Aber dann. Ist halt manchmal echt schwierig, so diese Scheibe Wurst ist halt doch schneller im Mund, als den Apfel zu schälen und so. Ja, ist eine Ausrede, ich weiß, aber ich glaube, so geht ganz vielen. Und ich werde auf jeden Fall wieder anfangen, so ein Tipp vielleicht auch für alle diejenigen, die sagen, Mensch, wenn es mal schnell gehen muss, wieder Gemüse zu schnippeln, also wirklich in dünne Streifen schneiden und werde die mir wieder in den Kühlschrank stellen, sodass, wenn ich doch je irgendwas zum Knabbern brauche, dass ich dann was bereit habe und dann kann die Wurst nämlich da bleiben, wo sie hingehören. Richtig. So ist gut, ja. Super. Ja, es gilt wie immer, wem die Folge gefallen hat, beziehungsweise wer vielleicht auch gerne irgendwas hinzufügen möchte, drunter kommentieren, liken, teilen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir ein kleines Feedback dazu bekämen. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke, tschüss.